Also die Schule ist mal viel größer geworden. Die werden auch nächstes Jahr uns vergrößern. Wir machen hier noch ein Studio auf, also einen vierten Saal. Und ja, wir haben, wie gesagt, viele, viele neue Schüler bekommen. Unsere Showgruppe sind besser geworden und dafür feiern wir heute. Also wir haben jetzt die nächsten erstmal Kindergruppen von Hip-Hop. Wir haben neu auch hier in Salsabor Hip-Hop von Teresa. Also ich komme aus dem Jazz- und Hip-Hop-Bereich, unterrichte eben Hip-Hop mit Kindern und Erwachsenen, mache auch Aerobic-Kurse und helfe dem Raphael bei den Beginnerkursen aus. Und danach natürlich haben wir Live-Musik mit einer sehr, sehr guten Salsa-Musik. Gruppe heißt The Cubason und zwei sehr tolle DJs, der DJ Saba ist auch ein internationaler DJ und DJ David ist auch ein internationaler DJ und die Salsa-Szene bekannt und mehrere Shows auch von unseren Showgruppen von Salsabor haben wir ein paar aus Mexiko und ein paar aus Mailand. Salsa ist Emotion, ist Leben, ist Bewegung, macht Spaß, ist einfach toll. Also ich denke, Salsa ist wie eine Droge. Also man muss es jeden Tag machen, es erfüllt einen Menschen. Rhythmus, Gefühl, Leidenschaft, alles in einem. Weil man so viel drehen kann, wegen den Drehungen. Nein, und weil ich natürlich den besten Tanzpartner habe. Die Leidenschaft. Ich finde es einfach schön, wenn man diese Freude miteinander teilen kann. Die Musik, man wird einfach so mitgezogen. Schön. Salsa ist wie, in dem Moment fühle ich nur die Musik. Ich bin nicht selber und ja, sehr, sehr gutes Gefühl auf jeden Fall. Man vergisst alles hinter sich. Es ist wie eine neue Sprache zu lernen. Man interagiert mit so vielen neuen Menschen. Es interessiert niemand, ob man schwarz ist, ob man weiß ist, ob man alt ist, ob man jung ist. Es ist wie eine große Familie. Hallo.